diese Demonstration war ja in der DDR so angelegt, dass viele auch hingegangen sind, die an sich nicht wollten, die also einen gewissen Zwang gefühlt haben. Und wir waren uns gar nicht sicher, ob die Demonstration eine Tradition hält nach der Wende. Und erstaunlich ist, dass sie seitdem sehr gut besucht wird. Das heißt, dass der freiwillige Charakter eher dazu geführt hat, dass sie gestärkt worden ist. Ich bin jedes Jahr hier anlässlich der Gedenkfeierlichkeiten für die ermordeten Vorkämpfer für eine bessere, gerechtere Welt, als wir sie gegenwärtig erleben. Und wie jedes Jahr unserer ermordeten Genossen zu gedenken. Nicht nur Karl und Rosa, sondern auch die anderen Toten, die hier ehrenvoll beerdigt sind.